auf derzeit noch auf Rang 31 in der Rangliste. Also wenn ihr jetzt eben der 17. in der Qualifikation und 16. sein Landsmann Lorenzo Dolfini mit dem Plymouth Belvedere. Forza Italia kann man da sagen. Jadine Hagen, eine sehr erfolgreiche IT-Fahrerin,
hatte gestern im ersten Lauf noch Schwierigkeiten, mit der Strecke klarzukommen. Jetzt erwarte ich aber, dass sie dicht ranfährt an ihren 10,35er Index. Richtung korrigieren, deshalb nur eine 10-7. Er muss gucken. Ist gestern schon 5000 Sekunden an seinem. Kevin Feist fährt 10,96 auf den 10,90er Index und zeigt das. Er wird immer etwas lauter, wenn der andere Wege. Was 4,10 daran zu fehlen. Ohne Kupplung durch, das machen die Geldvertreter mal ganz gerne. Und Notona auch keine Verbesserung, 99, keine Verbesserung im Rank. Und mit dem minimal besseren Start, wie dicht kommt er an die 9,90. Er hat hier einen Index von 9,9 Sekunden auf den Sport. Thank you.
herzlich sehr. Thank you.
gut ist, also der Anlasser und das Auto rennt dabei. Und ich bin gespannt, ich drücke Sascha Frech die Daumen, ob der jetzt gleich eine 6-4 auf die Strecke bringen kann. This is a Peter Sutton of the Generator. Well, thank you.